1000 PS live von der Motorräder 2014 in Dortmund. Ich bin jetzt hier am LSL Motorradtechnikstand mit Jochen Schmitz-Linkweiler, mit dem Chef höchstpersönlich. Wir stehen hier wieder, muss man sagen, vor der MTL 09. Viele denken ja bei LSL an diese herrlichen Retro-Bikes und Klassiker, aber ihr habt auch richtige Performance-Teile wie im Rennsport, unter anderem so einen Hebelschutz. Und da ist vielen nicht ganz klar, wieso, wie funktioniert der? Kannst du da uns das ein bisschen erklären? Ja, klar. LSL ist ja schon seit Jahren im Rennsport aktiv. Wir hatten im Jahr 2000 unser erstes Weltmeisterschaftsteam in der Endurance, in der Langstrecke. Haben immer Wert darauf gelegt, dass unsere Produkte in der Langstrecke getestet werden, wo eben Zuverlässigkeit und Sportlichkeit der Teile entwickelt wird. Und im Rennsport ist es so, dass man auf der Rennstrecke sehr oft sehr dicht aneinander fährt. Ne? Also man kommt in Kontakt, in echten Körperkontakt und dabei auch in Kontakt mit dem Bremshebel zum Beispiel. Und wenn dabei dann in Schräglage der Bremshebel von dem Partner, will ich jetzt nicht sagen, von dem aktiven Rennsport betätigt wird, dann kann sehr schnell passieren, dass man einen Sturz riskiert. Und deshalb haben wir einen stabilen Hebelschützer entwickelt, der dafür dient, dass eben bei einem Kontakt der Bremshebel nicht betätigt werden kann oder die Kupplung nicht ausrückt. Das gibt es für beide Seiten. Jetzt kann ich den Hebel natürlich auch in der Weite verstellen, aber scheinbar ist die Dolle, also quasi ja, der Raum genau so groß, dass das nicht stört. Ganz genau. Ne? Der Schutzbügel ist so ausgeführt, dass er sowohl mit den Serienhebeln passt, als auch mit unseren verstellbaren Hebeln, die LSL ja seit Jahren anbietet, in der kurzen und in der langen Version. Und man hat immer auch noch ein bisschen Luft hier auf dem Befestigungsteil, um den Hebelschützer ganz dicht dran zu stellen oder weiter wegzurücken. Vielleicht noch kurze Übersicht. Wir haben es hier auf der MT09 montiert. Ja. Für welche Modelle ist das derzeit verfügbar? Das ist ganz universell. Also wir bieten es an mit einer Lenkerverlängerung, die über eine stabile Messinghülse sich in dem Lenkrohr verkrampft. Und darüber ist der Hebelschützer bombenfest zu montieren. Und das geht an jedem Lenker, der entweder 14 oder 18 mm Durchmesser hat, weil dafür haben wir die Innenteile produziert. Mhm. Gibt es auch verschiedene Ausführungen? Nein, es gibt nur, im Moment nur diese Version hier. Und die ist in der Optik so gemacht, dass sie sich an der Optik von dem Sturzpad orientiert und eben extrem stabil ausgeführt ist. Also da haben wir Wert drauf gelegt. Sieht toll aus und bringt Sicherheit. Was will man mehr? Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Danke auch. Ja.